Hallo und willkommen in der Werkstatt. Heute unser Thema mal wieder ein Werkzeug, und zwar ein Ultraschallreiniger, wie wir hier sehen können. Grundlegend kann ich sagen, spart euch Ultraschallreiniger, die keine Heizfunktion haben, weil wenn ihr Fette oder alte Benzinrückstände aus Vergaser entfernen wollt, braucht ihr eine Heizfunktion. Nur mit dem Reiniger und die Ultraschallfunktion bekommt ihr nicht alles raus. Es gibt ja bei ein paar Discounter so kleine Geräte für Brillen oder Schmuck. Vergesst die, also. Nee, ist nichts. Also unser Gerät kann bis zu 80 Grad aufheizen. Im Moment steht es bei 77. Und Zeit kann man einstellen zwischen 1 Minute und 60 Minuten. Die das Ultraschallgerät arbeitet. In diesem Gerät passen 5 Liter rein. Das reicht gerade so, um einen Doppelvergaser Ultraschall zu reinigen. Man kann ihn aber nur reinstellen, dann ist er fast komplett drin und muss ihn dann leider umdrehen. Also ich würde mal sagen, 5 Liter ist Minimum, wenn ihr in der Werkstatt damit arbeiten wollt. Mal ein bisschen näher am Geschehen. Ich denke mal, dieses Gerät ist jetzt nicht sehr kompliziert, wenn wir den Ein- und Ausschalter. Hiermit können wir die Temperaturstufen loswählen zwischen, ich glaube, 10 Grad oder geht sogar nur, ne, 20 Grad und 80 Grad kann man die Temperatur wählen. Wenn das Gerät nicht läuft, dann heizt es schon auf die Temperatur, die man eingestellt hat. Das ist ganz gut, und man kann die Zeit zwischen 1 Minute und 60 Sekunden einstellen. Dann gibt es den Startknopf. Jetzt gibt es ein Geräusch, was einige Leute vielleicht nicht so mögen. Das dann eben die Ultraschallwellen, logischerweise. Wie wir jetzt hier sehen können, ist das Gerät auf 77 Grad aufgeheizt. Und wenn ich das mal so ein bisschen kippe, ich weiß nicht, ob man es sieht, sieht man hier auch, wie die Schallwellen sich so ein bisschen verteilen. Ich mache mal im Aus, damit ihr nicht taub werdet. Dabei ist so ein kleines Körbchen, womit man Kleinzeug reinstellen kann. Und dieses große Körbchen, da muss man ein bisschen aufpassen, da es sich ja auch aufheizt. Weil mit Handschuh anpacken für große. Hier ist jetzt ein Ölkühleradapter drin, den ich gereinigt habe. Und die Hohlschraube, wir werden gleich nochmal einen Ölkühleradapter reinigen. Da wird den Vorher- und Nachher-Unterschied nachher mal sehen. Wichtig ist noch, dass diese zu ultraschallreinigen Sachen nicht so reingelegt werden dürfen, sondern die müssen ein bisschen Abstand halten. Hier haben wir so einen kleinen Abstand, die dürfen also nicht direkt rein. Deswegen müssen sie in diesen Körbchen, hier sehen wir den Rand, reingeschmissen werden. Dann haben wir noch ein Deckelchen, damit nicht so viel Hitze verloren geht. Und an der Seite haben wir noch einen Hahn und einen Schlauch, womit wir dann die Flüssigkeit ablassen können, wenn wir dieses Gerät nicht mehr brauchen. Apropos Flüssigkeit, was soll man verwenden? Man sollte vermeiden, brennbare oder explosive Flüssigkeiten zu verwenden, weil wir heizen auf 80 Grad auf. Wir verwenden so einen radikalen Fett- und Öllöser. Ich kann ja mal eine Kamera halten. Tada. Der funktioniert ganz gut. Man kann auch natürlich speziellen Ultraschallreiniger benutzen für Fette oder Öle, Fette oder Benzinrückstände. Die werden dann mit Wasser gemischt, bestimmte Konzentrationen, oder auch wenn man es richtig heftig haben will, kann man es pur reinkippen. Damit kann man die Sachen reinigen. Die Flüssigkeit kann man eigentlich mehrmals wiederverwenden, indem man sie durchfiltert, nachdem man sie abgelassen hat. Also man muss nicht nach jedes Mal benutzen, neue Flüssigkeit verwenden. So, jetzt reinigen wir mal ein Teil. Hier haben wir unser Objekt der Begierde, mehr als Objekt, das wir reinigen wollen, einen Ölkühleradapterflansch. Wir sehen können hier voller Siff, altes Öl. Hier drin ist altes Öl. Das Gerät an sich ist ein bisschen siffig. Das schmeißen wir jetzt hier ins Körbchen rein. Blob. Versenken zu einer Flüssigkeit. Ja. Deckelchen drauf. 80 Grad lasse ich drin. Ich lasse die Sachen eigentlich immer 60 Minuten drin. Manche sagen, reichen 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ich lasse sie immer 60 Minuten drin. Dann kann es sicher sein, dass es auch vernünftig gereinigt ist. Wir sehen uns dann nach den 60 Minuten wieder und schauen uns das Ergebnis an.
Ja, die Suppe ist fertig. Schauen wir mal, wie es geworden ist. Dieser kleine Kühleradapter. Wie gesagt, aufpassen ist heiß oder kann heiß sein. Auch der Ölkühladapter kann heiß sein. Ah, kann euch beruhigen, er ist heiß. Ja, wie man jetzt mal hier so sehen kann, wenn ihr mal guckt, hier drin auch. Ist das doch schon mal ganz gut geworden. Dafür, wie es vorher aussah. Natürlich gibt es auch hartnäckigen Schmutz. Hier hat man in der Ecke noch ein bisschen. Und da, den man damit nicht ganz abkriegt, aber der ist so gelöst, dass man den entweder mit Bremsenreiniger oder mit einer kleinen Bürste so abschrubben kann. Aber der größte Teil ist, wie man sehen kann, heiß, heiß, heiß. Also wie man sehen kann, ist das größte weg, vor allem auch hier in den Anschlüssen, dass der Dreck weg ist, wenn man dann verschraubt, wenn man da nicht die Gewinde kaputt macht. Ja, wie ihr seht, Ultraschallreiniger ist schon eine tolle Sache. Ja, für wen ist jetzt so ein Gerät interessant? Ich würde behaupten, für alle eigentlich, weil man wunderbar damit vor allem Kleinteile wie Schrauben, und man hat ja gesehen, den Ölkühleradapter, sogar ein ganzes Pleuel könnte man reinlegen, super sauber bekommt, ohne stundenlang zu schrubben und mit Reinigungsmittel und Bremsenreiniger zu verschwenden. Es ist eine, ja, ganz einfache Sache, Teile schnell und gründlich vor allem zu reinigen. Vor allem werden sie auch innen gereinigt. Man hat ja beim Ölkühleradapter schon gesehen, man hat ja dieses Ventil, das ja aufgeht und den Kreislauf zum Ölkühler bestimmten Temperatur freigibt, Thermostat, da war das Wort, Thermostat, der ist jetzt auch komplett gereinigt. Ist ja nicht so, dass man nur von außen geschrubbt hat und gut ist. Dafür ist Ultraschallreiniger wirklich super geeignet. Was kostet nun so ein Gerät? Dieses Gerät mit seinem 5 Liter Volumen und Heizung kostet 200 €. Ist nicht wenig Geld, aber hat sich für uns definitiv schon gelohnt. Größere Geräte mit mehr Volumen, 7 Liter oder 10 Liter, wo man dann auch größere Sachen reinlegen kann, zum Beispiel komplette Vergaser oder schon kleine Zylinderköpfe, schlagen mit 300 bis 400 € zu Buche. Im Endeffekt muss es dann jeder selber wissen, wie viel er ausgeben möchte. Wir haben uns für dieses Gerät entschieden, weil Vergaser passen noch rein und die restlichen kleinen Sachen sowieso. Also 5 Liter reicht für uns, was wir hier machen. Dicke ist wie gesagt meine Empfehlung als Minimum 5 Liter mit Heizfunktion. Dann ist man auch auf der sicheren Seite.